Ey, guck mal, wisst ihr, wie schlimm heute der Tag war? Heute ist eine Zusammenarbeit mit House of Sweets gewesen. Ihr wisst es ja. Ist ja kein Geheimnis. Und die wollten uns heute testen. Und das ganze Video war eine Zusammenarbeit, also ein Placement. Und wir haben uns seit Wochen darauf geeinigt, dass das Video um 18 Uhr kommt. Jetzt ist das Video fertig. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war ja gestern nicht im Stream. Ich habe bis 0 Uhr oder 1 Uhr, glaube ich, um die 3 Stunden mit Sandro das ganze Video angeguckt. Und Punkt für Punkt notiert, welche Stelle rein raus muss, welche Stelle überarbeitet werden muss, wo welche Musik drunter gelegt werden muss, wo welcher Meme eingebaut werden muss, bla bla blub. Der Junge hat 7 Stunden Rohmaterial genommen und auf 26 Minuten gekürzt. Jetzt habe ich mit denen die ganze Nacht alles besprochen und habe dann halt auch den ganzen Jungs von House of Sweets gesagt, ey, morgen 18 Uhr kommt das Video online. So, kein Problem. Video ist fertig. Sandro ruft mich an gegen 16 Uhr. Yo, Bro, Video ist fertig, ich lad das jetzt hoch. Ich sag, Baba. 18 Uhr soll das online, 17.45 Uhr, es ist grün. Grün heißt, du verdienst Geld. Und das ist ja das, wovon ich dann mein Geld verdiene letztendlich, ne? Und wenn das rot ist, ist das nicht nur so, dass du kein Geld verdienst, sondern die Reichweite auf deinem Kanal wird eingeschränkt. Das heißt, deine nächsten Videos werden schwächer gerankt. Das heißt, du machst nicht mehr so viel Reichweite. Danach, es ist online, immer noch grün. 10 Minuten vergangen. Video kommt super an, 1600 Aufrufe, es wird rot. Und jetzt kommt das Schlimmste. Wir gucken uns das Video an, weil du siehst im System, unter welcher und warum das rot geworden ist. Ich gucke, ein Sound ist rot geworden, ne? Ein Sound ist rot geworden, den wir bei Teil 2, Teil 1 und mit Akaui das allererste, also ein Sound, den wir bei allen drei Teilen genutzt haben, wird diesmal als rot eingestuft. Komm und check! Weißt du, du orientierst dich extra an einem Sound, der copyright-free ist, der immer klappt. Und diesmal wird einfach rot geschaltet. Warum? Einfach so, weil die Bock haben. Warum? Weil das wahrscheinlich diesmal das erste Mal eine Kooperation war. Hab ich gar nicht verstanden, Bruder. Ich habe das Video offline genommen sofort. Nach 10, 15 Minuten habt ihr ja wahrscheinlich gecheckt, gesehen. Und das Problem ist jetzt, wenn du ein Video offline nimmst und dasselbe Video nochmal reinstellst, das ist ja ähnlich wie bei TikTok, dann wird YouTube das Video eigentlich einschränken und das YouTube-Video wird eigentlich nicht nochmal gut ankommen, weil du deinem Kanal geschadet hast. Das heißt, du hast dem Algorithmus geschadet. Wisst ihr, das ist wie, keine Ahnung, wie kann ich das Beispiel nennen? Das ist, YouTube gewöhnt sich halt daran, dass jeden Tag 18 Uhr ein Video online kommt. Jetzt kommt ein Video online, das wird rausgenommen und das wird aus diesem Konzept entzogen. Und zack, hast du deinem YouTube-Konto geschadet. Und dann habe ich halt die Story gemacht und Bruder, ich war so am Ende, weil ich dachte, Bruder, die erwarten was von uns. Ich habe gesagt, ja, meine Community ist stark genug, um das zu stemmen, weil umso mehr unsere Community überzeugt, umso mehr sind die daran gewollt, mit uns langfristig eine Kooperation einzugehen. Ihr müsst euch das vorstellen, dieses Video ist jetzt einmalig. Dieses Video ist einmalig, aber sollten wir die überzeugen, dann sind die daran interessiert, mit uns langfristig zusammenzuarbeiten. Was davon langfristig gemeint ist, sage ich euch gleich sofort. Jetzt habe ich das Video online gestellt. Bruder, es waren 2000 Menschen in der Premiere. Das Video hatte nach 30 Minuten 6.500 Aufrufe. Das hatte nach einer Stunde 12.000. Bruder, diese Zahlen, die wir erreicht haben unter diesem Video, was wir danach reingestellt haben, obwohl das gar nicht mal geht, obwohl diesem Algorithmus geschadet wurde, die Community war heute so stark, die hat heute so krass agiert, die war heute so am Start. Wir haben Zahlen erreicht, die haben wir auf diesem Kanal noch nie erreicht. Und ich bin euch dafür so unglaublich dankbar. Ihr wisst gar nicht, wie erleichtert ich war. Ich habe danach mit Sandro, ich habe mit Bleron geredet. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war so happy, ihr wisst gar nicht. Geht auf die Seite und zerstört deren DMs. Zerstört deren DMs. Wisst ihr warum? Sagt denen, die brauchen uns langfristig. Sagt denen, die müssen langfristig mit uns zusammenarbeiten. BZ Bros muss übernehmen. Welle, alle. Die müssen checken, wir sind da. Die müssen sehen, wir sind ein Virus. Wie eine Krankheit. Kriegt man Rabatt, wenn man zu denen hingeht und ich sage, ich komme von BZ und MD? Ja. Wenn ihr im Oberhausen Zentro seid und zu House of Sweets geht und da einkaufen geht, sagt, ihr kommt von BZ und MD. Egal, was ihr euch einkauft, sagt an der Kasse, ich komme von BZ und MD. Und wisst ihr sogar was? Ich werde sogar demnächst da hingehen und ich werde das auch ankündigen. Ich werde das auch ankündigen, dass ich da bin und so. Schreibt denen, also zerstört das Video, zerstört die zwei Videos auf deren Seite und zerstört deren DMs. Jetzt sage ich euch warum. Das ist ja ein Test. Ein Test, ob die mit uns langfristig zusammenarbeiten wollen. Und wenn wir in dieser Testphase zeigen, dass unsere Community stark genug ist und dass die merken, ey, durch die
durch die Jungs wächst die Interesse an unserer Seite, durch die wächst die Interesse und oder Einkäufe im Oberhausen Zentro oder auf der Online-Seite, wo ihr auch zum Beispiel 10% spart. Die haben ja einen Online-Shop. Gebt House of Sweets Oberhausen, House of Sweets Online-Shop ein, da habt ihr einen 10%-Code. Einfach BZ10. Und wenn die merken, ey, die Views steigen, die Follower steigen, die DMs platzen, die Einkäufe sind krass, das YouTube-Video ist krass, dann sind die daran interessiert, mit uns langfristig zusammenzuarbeiten. Und das seid ihr. Ihr könnt uns das nur ermöglichen. Nicht wir. So, wir haben unsere Pflicht getan. Weil jetzt sage ich euch auch warum. Wenn wir es schaffen, mit denen langfristig zusammenzuarbeiten, sind die daran interessiert, deren Filiale uns zur Verfügung zu stellen. Was bedeutet, ne? Wir können da Videos drehen. Das heißt, wir können da hingehen und sagen, ey, wir drehen heute eine Challenge da. Wir können sagen, ey, heute bin ich mit allen Icon 5 Künstlern da. Wir drehen heute ein Treffen. Wir machen heute, wir können so viele Formate da drehen, Battle Rap. Stellt euch mal vor, ich sag, nächste Woche Montag kommt ihr hin. Wir brauchen 5 Leute, die Battle Rap machen. Die ganze Crowd steht da, 2 gehen in die Mitte, machen Battle Rap. Der Gewinner bekommt Gutschein, 500 Euro, darf House of Sweets alles mitnehmen, was er will. Der Zweitplatzierte bekommt, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Danach, keine Ahnung, 24 Stunden gefangen im House of Sweets. Stellt euch mal vor, wir machen sowas. Wisst ihr einfach, wir klauen den Schlüssel, ohne dass sie das natürlich wissen, Bruder. Jade, Wallah, schreibt denen das auch nicht, schwöre, oder sagt denen das wirklich nicht. Klauen den Schlüssel, so machen wir 24-Stunden-Challenge da. Dann bleiben mein Bruder und ich da, nehmen uns 2 Leute dazu, so Künstler, so Biggie und Akawi, und wir nehmen den ganzen Laden hops. Aber sagt ihr nicht, ich vertraue euch. Wallah, schreibt ihr nicht. So, aber das sind so Ideen, wisst ihr? Das sind so Ideen und die sind bereit, weil die haben uns das gesagt. Die haben gesagt, ihr könnt dann alles mit der Filiale machen. Und ich habe mir dann auch so überlegt, zum Beispiel, hey, wenn ich mit denen langfristig zusammenarbeite, wie krass wäre das? Ich gehe da rein, ich nehme mir Sachen, so viel ich kann, ne? Zum Beispiel, ich nehme Ware im Wert von 500 bis 1000 Euro, also Süßigkeitenware, verpacke die und mache ein Video, wie ich zum Beispiel Leuten das nach Hause bringe, Zuschauern. Zum Beispiel, ich gehe zu Clarissa zum Beispiel in meiner Fanpage nach Hause und übergib ihr das als Überraschung. Oder ich gehe zum Beispiel in ein Altersheim und gebe das einer Oma. Oder ich gebe das irgendeinem kleinen Kind oder in der Schule irgendjemanden, wisst ihr, oder irgendeinem Zuschauer oder so. Wisst ihr, wie lustig ich darauf hätte? Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist halt nur möglich, wenn ihr das Ganze, halt wollt. So. Dann sehen wir uns vielleicht bei den nächsten Videos persönlich und ihr könnt persönlich bei den YouTube-Videos in der Filiale dabei sein. Jetzt die Ankündigung wegen Mittwoch. Ich küsse all eure Herzen. Danke für euren Ey Junge, ihr wisst doch schon alles, ja? Woher wisst ihr das? Ich wollte das so episch machen. Wisst ihr, wie ich das eigentlich ankündigen wollte? Ich wollte das genau so ankündigen. Guck jetzt. Genau so. Warte. Freunde. Ich habe eine ganz wichtige Information für euch. Diesen Mittwoch ist es soweit. Ihr denkt euch, ey, was kann denn soweit sein? Aber diese Information werdet ihr nur mitbekommen, wenn ihr im Stream seid. Also hört mir zu und wascht eure Ohren. Nein, ich wollte so sagen, Bruder. Ja, aber ihr habt reingeschissen, Bruder. Guck mal, diesen Mittwoch, also genau in 2 Tagen. Genau in 2 Tagen, Bruder. Jetzt nur noch ein Tag, weil es ist ja schon Dienstag, also morgen quasi, sind wir bei Jordan und Sammy und wir sind live mit denen auf deren Twitch-Account. Das heißt, wir sind Gast bei denen. Und damit ihr Bescheid wisst, wir haben nicht einfach so ein Stream vor. Das heißt, wir gehen nicht einfach bei denen ins Studio. Wir gehen und spielen Bubble Ball. BZ und Emre gegen Sammy und Jordan live auf Twitch. Bubble Ball. Wie spät? 20 Uhr. Bubble Ball ist das hier. Mit BZ, Bruder. Mit BZ. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Bubble Ball. Das hier. 2 gegen 2. Also um 20 Uhr starten wir. Der Stream wird bei Jordan und Sammy sein. Und das Ganze wird mit IRL, also vor Ort gestreamt. Und ich will, dass ihr Mittwoch zeigt, wie krass ihr seid. Ihr müsst Mittwoch deren Twitch-Account auseinandernehmen. Also mit Nachrichten und so. Zeigt, dass ihr mit Wellen da seid. Mit Nachrichten.
Wie heißt ihren Twitch-Kanal? Chill, das, ich mache noch eine Insta-Story, also keine Sorge. Aber auf Twitch heißen die Jordan Sammy. Jordan Sammy. Jordan unterstrich Sammy einfach. Das sind die. Aber ich werde dir eh, ich werde, glaube ich, morgen eine Insta-Story machen. Dann werde ich das ankündigen in meiner Story. Da werdet ihr das nochmal sehen. Wir sind Mittwoch bei denen, werden gegen die antreten. Und das wird dann auf YouTube online kommen, bei denen, auf deren Kanal. Und jetzt kommt die zweite Sache. Nachdem wir Mittwoch das Video bei denen gedreht haben, im Stream, wird das bei denen auf deren Kanal online kommen, auf YouTube, auf deren YouTube-Kanal. Da müsst ihr dann auch zeigen, was wir für eine starke Community sind, weil wir sind das erste Mal außerhalb von unserem Kanal bei jemand anderem. Das heißt, ihr müsst zeigen, wie krass ihr seid, so. Aber mit Nachrichten. Danach werden wir, also wir treten ja gegen die an, und ein Teil 2 wird dann auf unserem Twitch-Kanal sein und wird auf unserem YouTube-Kanal online kommen. Ich kann euch aber noch nicht sagen, welcher Tag. Und ich kann euch sagen, kann euch noch nicht sagen, was. Aber eine Sache kann ich euch sagen. Das, was ich gerade dabei bin zu klären, gibt es erst neu in Deutschland. Ja, nee, ich kläre gerade eine Sache, die habt ihr auf YouTube Deutschland noch nie gesehen. Das Ganze ist neu. Das gibt es in China und das gibt es in Amerika und in Dubai. Aber das, was wir jetzt machen, ist neu. Und das, wir werden die Ersten sein, die das auf YouTube machen werden. Und das wird aber erst bei Teil 2 passieren. Und ich schwöre, das ist so geil, das wird so Spaß machen. Das wird so Spaß machen. Deswegen Mittwoch erstmal bei den Brüdern. Erstmal abreißen, geilen Stream machen. Und dann werden wir danach den Stream bei uns machen. So.